Herzlich willkommen zum Webinar Klimaneutraler Stromsektor 2035, wie die Transformation des deutschen Stromsektors bis 2035 gelingen kann. Mein Name ist Nicola Bock, ich bin die Veranstaltungsleiterin bei Agora Energiewende. Wir präsentieren Ihnen heute die allerneueste Studie zum Thema klimaneutrales Deutschland. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben bereits 2020 eine Studie veröffentlicht zum klimaneutralen Deutschland bis 2050, damals zusammen mit Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Wir haben alle Sektoren abgedeckt und haben eben geguckt, wie es klappen könnte mit dem klimaneutralen Deutschland bis 2050. Wir hatten verschiedene Webinare damals auch angeboten, einmal sozusagen ein gesamtes, wo die Gesamtergebnisse vorgestellt wurden, und dann hatten wir noch so sogenannte Deep Dives gemacht und sind in die einzelnen Sektoren reingegangen. Im letzten Jahr, Mitte 2021, haben wir dann nochmal nachgelegt, sage ich mal so, und das Ganze durchrechnen lassen bis 2045. Und in diesem Jahr haben wir den Fokus gelegt auf den Stromsektor, die Jahreszahlen sozusagen nochmal ein bisschen angeschärft und wie gesagt, versucht darzustellen, wie es klappen kann mit einem klimaneutralen Deutschland im Stromsektor bis 2035. Wer bei den Berliner Energietagen dabei war, hat vielleicht da auch schon ein bisschen was dazu gehört, denn dort haben wir die Zwischenergebnisse Anfang Mai bereits vorgestellt. Gestern gab es ein Pressebriefing dazu und seit einer circa halben Stunde ist die Studie jetzt auch bei uns auf der Webseite zu finden. Und dass Sie sich heute für die Teilnahme bei unserem Webinar entschieden haben, ist eine sehr gute Entscheidung, denn Sie kriegen die Ergebnisse sozusagen aus erster Hand. Wir haben die Hauptverantwortlichen auf Seiten von Agora Energiewende heute auf dem Podium, ebenso wie zwei Vertreter der beteiligten Forschungsinstitute. Aber die Details dazu kann Ihnen meine Kollegin Barbara Sabeck viel besser erläutern. Sie ist Projektleiterin Grundsatzfragen bei Agora Energiewende und auch Projektleiterin von diesem Projekt. Und ich freue mich, an dich zu übergeben, liebe Barbara, und bin gespannt auf die nächsten anderthalb Stunden, denn auch ich kenne die Studie noch nicht. Bitte schön. Vielen Dank, Nicola. Auch ich darf Sie im Namen von Agora Energiewende herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Die Gründe für eine Umstellung auf erneuerbare Energien sind vielfältig, aber nicht neu. Mit ihm können wir Ihre Klimaziele erreichen und, was in den letzten Monaten ja umso wichtiger geworden ist, auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie garantieren. Was sich mit dem Angriff Russlands nun aber verändert hat, ist das Tempo. Davon brauchen wir mehr. Die Koalitionsparteien der neuen Bundesregierung haben sich ambitionierte Ziele gesetzt. Im Jahr 2030 sollen 80% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen. Und das, obwohl der Stromverbrauch mit der Elektrisierung der Sektoren durch die Umstellung auf E-Mobilität, auf Wärmepumpen oder Elektrolyseure ansteigen wird. Wie das Ziel erreicht werden kann und warum die jetzt dafür umzusetzenden Maßnahmen einen klimaneutralen Stromsektor im Jahr 2035 ermöglichen, werden wir Ihnen jetzt vorstellen. Dafür darf ich zunächst unseren Direktor Deutschland, Simon Müller, sowie Thorsten Lenk, der bei Agora Energiewende Projektleiter für das Strommarktdesign und erneuerbaren Energien ist, auf die Bühne bitten. Im Anschluss werden unsere Projektpartner Marco Wünsch, Prinzipal der Prognos AG, und Christoph Maurer, Geschäftsführer von Consentec, die jeweils von Ihnen erstellten Modellierungen zur Stromerzeugung und zur Netzmodellierung vorstellen. Auch die darf ich jetzt einmal herzlich auf die Bühne bitten. Nach der Vorstellung durch Marco Wünsch und Christoph Maurer wird Simon die Maßnahmen benennen, die es jetzt umzusetzen gilt, damit die Dekarbonisierung des Stromsektors bis 2035 gelingt. Im Anschluss der Vorstellung der Studie wird Nadine Bethke, stellvertretende Leiterin Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe, einen Kommentar abgeben. Und daraufhin wird sie zusammen mit Simon Müller, Marco Wünsch und Christoph Maurer auf dem virtuellen Podium die Studie mit ihren Implikationen diskutieren, bevor wir nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse zum Abschluss kommen. Bevor ich dir, Simon, das Wort übergebe, möchte ich gerne noch einen weiteren Autor unserer Studie vorstellen. Felix Heilmann wird heute zusammen mit uns anderen ebenfalls Fragen aus dem Publikum im Hintergrund beantworten. Dafür nutzen Sie, wie gerade von Nicola Bock schon erwähnt, bitte die Q&A-Funktion im Chat. Ich freue mich auf die Veranstaltung und jetzt auf deinen Input, lieber Simon. Ja, vielen Dank, Barbara. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, die heute mit uns hier dabei sind. Ich will es kurz machen und nur ein paar einführende Worte sagen, bevor wir dann zu den eigentlichen Studienergebnissen kommen.
Sie fragen sich vielleicht, warum gerade jetzt, dass wir diese Studie publizieren? Wir sind mitten in einer fossilen Energiepreiskrise und aktuell ist die Gasversorgung immer kritischer. Gerade die Entwicklungen heute unterstreichen das nochmal. Wir würden sagen, gerade in diesem Moment ist es ausgesprochen wichtig, dass wir den Blick richten auf die strukturellen Lösungen auf den Weg hin zu einem klimaneutralen Energiesystem. Und da ist natürlich der Stromsektor von ganz besonderer Bedeutung. Das gilt zum einen, weil eben erneuerbare Energien und Effizienz die Grundvoraussetzung sind, um strukturell aus den aktuellen Krisen in Bezug auf Energiepreise und Versorgungssicherheit herauszukommen. Es ist aber eben auch so, dass die Klimakrise nicht wartet. Und gerade ein reiches Industrieland wie Deutschland steht hier in einer besonderen Verantwortung zu zeigen, ja, wir meinen es weiterhin ernst mit unseren Klimazielen und ziehen die Ambition jetzt weiter an, um auch dieser Krise effektiv zu begegnen. Genau das haben wir untersucht, wie es gelingen kann, bis 2035 zu einem klimaneutralen Stromsystem zu kommen. Ich freue mich sehr jetzt hier auf die Vorstellung der Ergebnisse und dann die Diskussion mit Ihnen. Und damit gebe ich weiter an Thorsten Lenk. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen kurz nochmal den politischen Hintergrund vorstellen, vor dem wir diese Studie in Auftrag gegeben haben und erstellt haben. Dazu teile ich Ihnen auch schon mal unsere Präsentation. Und wenn das jetzt hier alles richtig eingerichtet ist, sehen Sie auch die Folie mit den politischen Zielen, die sich die Bundesregierung gesetzt hat. Im Fokus des Osterpaketes, also des Gesetzentwurfs, der jetzt vorliegt, steht das Ziel, 80% erneuerbaren Strom am Bruttostromverbrauch 2030 zu erreichen. Und in dem Gesetzentwurf zum Erneuerbaren Energiengesetz steht zusätzlich das Ziel, eine nahezu vollständige Versorgung mit erneuerbaren Energien im Jahr 2035 zu erreichen. Zusätzlich rückt der EEG-Entwurf die erneuerbaren Energien in das überragende öffentliche Interesse. Und die erneuerbaren Energien sollen der öffentlichen Sicherheit auch dienen, was sich natürlich gerade vor dem aktuellen Hintergrund der Krise, der Gaskrise, nochmal deutlich in den Vordergrund rückt. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir diese Studie erstellen lassen, um einen Weg aufzuzeigen, wie kommt man denn jetzt konkret dorthin. Und ohne jetzt zu viel auf die Ergebnisse vorgreifen zu wollen, ist vollkommen klar, dass es nicht ausreicht, sich nur den Ausbau der erneuerbaren Energien anzugucken, sondern damit der Wechsel zu einem System mit 100% erneuerbaren Energien gelingt, braucht es viel mehr. Es braucht erneuerbare Energien, insbesondere Windkraft und Photovoltaikanlagen, aber es braucht auch regelbare Kraftwerksleistung und Batterien zum Ausgleich auf der Erzeugungsseite. Wichtiger wird auch die Verbrauchsseite. Insbesondere die Flexibilität auf der Verbrauchsseite von neuen Verbrauchern wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Elektrokesseln und Batterien. Damit der Transport dann auch klappt, der Strom vom Ort der Erzeugung zum Ort des Verbrauches kommt, ist eine Verstärkung und Ausbau des Netzes und die Sicherung des Netzbetriebes erforderlich und auch die Umstellung des Brennstoffs, mit dem wir die regelbaren Kraftwerke betreiben, weg von Erdgas hin zu grünem Wasserstoff, der dann auch in Elektrolyseuren in Deutschland entsprechend produziert wird. Das Ganze klingt komplex und deswegen haben wir die Prognos AG damit beauftragt, hier nochmal genauer sich den gesamten Strommarkt anzugucken, wie das Zusammenspiel dieser verschiedenen Teile funktioniert und wie der Weg ein möglicher Weg aussieht, um 2030 zu 80% erneuerbaren Energien zu kommen und 2035 zu einem klimaneutralen Stromsystem. Und die Consentec haben wir gebeten, hier auch nochmal zu gucken, wie sieht das denn genau mit dem Netzbetrieb aus und wie sieht das mit dem Stromtransport aus. Und deswegen haben wir hier auch nochmal eine Netzmodellierung. Und ich freue mich sehr auf die beiden
die gleich die Studie und die Studienergebnisse für Sie nochmal entsprechend vorstellen. Und damit gebe ich zurück zu Barbara. Dankeschön. Und ich leite direkt über zu Marco Wünsch von der Prognos AG. Ja, vielen Dank. Schönen Dank für die Einführung. Vielen Dank dafür, dass wir die Studie erstellen durften. Und ich freue mich auch auf die Vorstellung heute. 2035, das ist nicht mehr so weit weg. Das sind 13,5 Jahre ab jetzt. Dann ist Silvester 2035. Und daher will ich auch keine große Vorrede mehr machen. Wir haben jetzt 10 Folien mitgebracht, auf denen wir zeigen, wie der Strommarkt, wie das Stromsystem gestaltet werden müsste. Also einen Pfad aufzuzeigen, wie man eben nahezu an die Klimaneutralität bis 2035 herankommen kann. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich die Detailergebnisse an. Ganz zentral, vielleicht eine Folie weiter noch, sehen wir, das ist ganz klar, Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Basis dafür, dass das Ganze funktionieren kann. Die Zahlen, die wir hier sehen, wer den EEG-Entwurf kennt, den aktuellen, den werden die Zahlen bekannt vorkommen. Letztendlich liefert das EEG ein vernünftiges Gerüst, um 80% erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen und schafft auch die Basis, um dann bis zum Jahr 2035 genügend EEs zu schaffen, dass man eben nah an die Klimaneutralität rankommt. Die einzige Detailstelle, wo wir sozusagen von dem EEG-Zahlengerüst abgewichen sind, ist Offshore-Windausbau nach 2030. Da haben wir einen stärkeren Ausbau drin, als das im EEG vorgesehen ist. Ansonsten sind es die bekannten Zahlen. Leistung erneuerbare Energien wird sich verdreifachen müssen bis 2030 und danach steigt es weiter an. Und in Bezug auf die Stromerzeugung werden wir im Jahr 2030 knapp 600 Terawattstunden erneuerbare Stromerzeugung erreichen müssen, um eben auf dem Pfad zu sein. Und das wird bis 2035 dann auch fast 850 Terawattstunden ansteigen müssen. Schauen wir nochmal in die Details rein, wie die einzelnen Ausbaupfade für die Technologien aussehen müssen, damit man eben das erreicht. Hier ist Photovoltaik dargestellt. Links sehen Sie den historischen Ausbau in Grau dargestellt und dann in Gelb. Das, was ab nächsten Jahr, diesem Jahr an Ausbau notwendig wäre, um auf diesen Pfad zu kommen. Kurze Botschaft ist, es muss steigen, es muss nicht sofort, es wird sofort steigen müssen. Und ab 2025 werden wir ein Niveau von 22 Gigawatt pro Jahr Ausbau erreichen müssen, um eben auf einem vernünftigen Ausbaupfad zu sein, um die Ziele zu erreichen. Schauen wir uns Windenergie noch an. Das ist Windenergie an Land. Da sehen wir langfristig ein Ausbauniveau von 9 Gigawatt an, was man erreichen muss. Und da muss man auch relativ schnell hin. 2022, dieses Jahr rechnen wir mit 3 Gigawatt, das wird man realistisch auch erreichen. Dann müsste man auf 5 kommen im nächsten Jahr. Und dann bräuchte man eben schon diese 9 Gigawatt sehr konstant über einen langen Zeitraum, um auf Zielfahrt zu sein. Offshore ist ein Stück träger noch. Da wird man mit dem, was man jetzt anstößt, in den nächsten Jahren noch keine Beschleunigung im Ausbau sehen können, weil einfach die Planungsprozesse, die Bauprozesse sehr, sehr langsam sind. Trotzdem ist es wichtig, dass man sofort eben anfängt, an der Beschleunigung des Ausbaus zu arbeiten. Und wenn man das gut macht, dann kann man auch die 30 Gigawatt 2030 erreichen, was sich dann eben daran zeigt, dass man eben in den letzten Jahren dieser Dekade, also 2027, 28, 29 und 30, eben einen deutlich hohen Ausbau hat. Und den muss man dann nach 2030 auch halten. Und da reden wir dann über 6 Gigawatt Zubau pro Jahr, der notwendig ist. Das waren die erneuerbaren Energien. Die sind natürlich nur ein Teil des Gesamtstromsystems. Hier auf dieser Grafik ist nochmal dargestellt, wie die Stromerzeugung über alle Technologien sich bis zum Jahr 2035 entwickeln müsste oder kann. Vielleicht wichtigste Botschaft, der Kohleausstieg im Jahr 2030, der ist in diesem Pfad weiterhin möglich und auch sinnvoll. Man erreicht
knapp über 80% erneuerbarer Stromanteil im Jahr 2030. Erdgas wird noch einen gewissen Anteil haben, zusammen mit Restblöcken an Kohle. Der Einstieg der Wasserstoffverstromung, der wird dann schon auch Ende der 20er Jahre notwendig sein, weil bis zum Jahr 2035 wird Wasserstoff die wesentliche Backup-Rolle dann übernehmen. Das wird dann nicht mehr Kohle und Erdgas sein, sondern Wasserstoff. Und vielleicht auch noch eine Botschaft. Deutschland wird mit diesem Ausbaupfad ein Stück weit auch vorangehen in Europa. Das manifestiert sich dann darin, dass gegen Ende dieses Betrachtungszeitraums auch die Stromexporte noch mal ein Stück steigen werden. Dann gucken wir noch mal weiter, wie der Stromverbrauch sich entwickelt. Ist ja auch schon angeklungen. Klar, Elektrifizierung der anderen Sektoren ist ganz wichtig, um auch da CO2 einsparen zu können. Wir sehen hier bis zum Jahr 2035 einen 50-prozentigen Anstieg im Vergleich des Strombedarfs von heute, also von 600 auf 900 Terawattstunden hoch. Das muss das Stromsystem natürlich auch nochmal leisten können. Also neben dem Ersatz der fossilen Erzeugung, dass man auch mehr Strom sozusagen bereitstellt. Die sozusagen gute Botschaft ist eigentlich, alles an Stromverbrauch, was jetzt dazukommt, hat Potenzial, regelbar zu sein. Also es sind drei große Blöcke, sehen Sie in der Grafik, die dazukommen. Das sind einmal die Elektrolyseure, Wasserstofferzeugung in Deutschland. Das kann man in die Stunden legen, in denen es gut vom Stromsystem her reinpasst. Gerade Elektrolyseure Norddeutschland können dann eben den Windstrom ganz gut aufgreifen. Vielleicht auch den Windstrom, den man nicht in jeder Stunde gut abtransportieren kann. Dafür müssen die Elektrolyseure an der richtigen Stelle stehen. Sie müssen in den richtigen Stunden laufen. Aber technisch ist das alles handhabbar. Dann haben wir einen Block, der ist fast ähnlich groß, auch knapp 100 Terawattstunden, die im Wärmemarkt nochmal dazukommen. Da gibt es auch gewisse Flexibilitäten, dass man die Wärmepumpe, die Elektrokessel nicht in jeder Stunde laufen lassen muss, sondern ein gewisses Verschiebepotenzial hat. Wenn man die thermische Trägheit der Gebäude, Wärmespeicher berücksichtigt, dann kann man damit arbeiten. Und der dritte große Block, der dazukommt, ist Elektromobilität. 87 Terawattstunden im Jahr 2035. Und da gilt umso mehr, dass man eben die Ladezeiten und auch das Entladen von Batterien, das haben wir in der Studie jetzt auch berücksichtigt, also Vehicle to Grid, Rückspeisung aus Batterien von Elektrofahrzeugen ins Netz, damit kann man arbeiten und das Stromsystem eben also helfen, Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen. Dann gucken wir nochmal weiter. Das war jetzt sozusagen ein Stück Vorgriff. Wie kann die Nachfrage auch flexibilisiert werden? Eine wichtige Rolle werden weiterhin auch Kraftwerke spielen, weil es wird insbesondere im Winter Situationen geben, in denen man trotz sehr vielen Erneuerbaren, trotz vielen Speichern, trotz der Flexibilität, die man auf der Nachfrageseite hat, trotz der Ausgleichseffekte mit dem Ausland, noch auf regelbare Leistung zurückgreifen muss. Das wird weiterhin von Kraftwerken, also von Gaskraftwerken dann gestellt werden. Wir sehen hier bis 2030 einen Ausbau der Gaskraftwerksleistung auf 46 Gigawatt. Heute haben wir knapp 30 Gigawatt. Und nach 2030 wird die Leistung noch ein Stück ansteigen müssen auch. Liegt ein Stück weit daran, dass der Stromverbrauch nach 2030 auch noch weiter steigt. Wichtig wird sein, dass dieser Zubau von Gaskraftwerken möglichst schnell Wasserstoff ready ist, dass man dann in dem Zeitraum 28 bis 35 nicht jedes Kraftwerk auf Wasserstoff umstellt. Das wird nicht unbedingt notwendig sein, aber dass man zumindest die Gaskraftwerke, die sehr viele Volllaststunden haben, auf Wasserstoff umstellt, um dann eben da auch einen CO2-freien Brennstoff nutzen zu können. Rechts in der Grafik auch nochmal dargestellt, was im Bereich Lastmanagement und Speicher passiert. Gerade im Batteriebereich erwarten wir große Zuwächse. Einmal in den Haushalten, überall da, wo eine Photovoltaikanlage installiert wird, wird in Zukunft auch, also bei den meisten Fällen, das mit einer Batterie ergänzt werden. Dann haben wir diese ganzen Batterien, die in den Autos verbaut sind, in den Elektrofahrzeugen. Die wird man einmal intelligent laden und zum Teil eben auch für die Rückspeisung nutzen können. Das bietet nochmal ein erhebliches Potenzial.
Und dann wird man auch ein Stück weit das industrielle Lastmanagement und auch die Großbatterien noch ein Stück weit ausbauen. Neben den, genau, das ist auch noch spannend, einmal saisonal drauf zu schauen. Mit dem Umbau des Systems werden die saisonalen Unterschiede noch mal ein Stück größer werden. Oben die beiden Bilder zeigen, wie die erneuerbare Stromerzeugung sich über im Jahresverlauf verhält. Da ist eigentlich die ganz gute Botschaft, dass Photovoltaik und Windenergie sich ein Stück weit ergänzen. Photovoltaik ist ganz klar, weiß jeder, im Sommer haben wir davon mehr, brauchen wir jetzt bloß mal aus dem Fenster gucken. Da sehen wir, wie lang die Tage sind, wie viel die Sonne im Moment scheint. Im Winter ist es deutlich weniger. Bei der Windenergie ist es glücklicherweise in unseren Breiten umgedreht. Die Stürme, die Orkane, die Situation mit viel Wind, die treten halt vorwiegend in den Winter, im Winterhalbjahr auf. Und somit ergänzt sich das ein ganz gutes Stück, auch wenn es natürlich nicht dazu reicht, dass man in jeder Stunde eine Vollabdeckung mit erneuerbaren Energien hat. Dazu, wie gerade schon gesagt, werden die Gaskraftwerke noch eine wichtige Rolle spielen als ergänzender Maustein. Links unten das kleine Bild, in Grau dargestellt, zeigt, wann wir die Gaskraftwerke brauchen. Und da sehen wir eine ganz klare Struktur, dass es eben hauptsächlich im Winter ist. 3/4 der Gasstromerzeugung im Jahr 2035 wird im Winter halt ja stattfinden, weil eben der Stromverbrauch im Winter höher ist und wir trotz des hohen Windstromausbaus im Winter tendenziell noch mehr Situationen haben, wo eben die erneuerbare Stromerzeugung nicht vollständig ausreicht. Dann würde ich sagen, gucken wir noch eine Folie weiter. Da sehen wir dann auch ein Thema, was ich kurz angerissen hatte. Stromaustausch innerhalb von Europa. Das ist auch eine ganz wichtige Säule, um das System auszubalancieren. Hier mal dargestellt, wie wir den Ausbau der internationalen Kuppelkapazitäten in die einzelnen Länder sehen. Sehen wir einen deutlichen Ausbau auch bis 2035. Eigentlich zu jedem unserer Nachbarländer wird es einen Ausbau geben. Und das hilft dann bei der Vergleichmäßigung des Systems, weil zum Beispiel die Windfronten laufen ja so langsam von West nach Ost in der Regel über Europa drüber. Bei der Photovoltaik gibt es deutliche Unterschiede zwischen Nord und Süd, je nach Tag. Und auch die großen Speicherkraftwerke in den Alpen und in Skandinavien, die kann man eben besser nutzen, wenn man mehr Kabel, mehr Transportkapazität ins Ausland hat. Ich glaube, dann sind wir ja schon bei der letzten der 10 Folien angelangt. Die werde ich jetzt nicht in Details vorlesen. Das ist einfach nochmal die Botschaft. Wir haben das Stunde für Stunde bis zum Jahr 2035, bis Silvester durchmodelliert. Und wir sehen, dass eben diese Elemente, die ich gerade angesprochen habe, Lastmanagement, erneuerbare Energien, wasserstofffähige Gaskraftwerke, die Speicher, dass man ein System bauen kann, was so ineinander greift, dass man eben auch bereits bis zum Jahr 2035 ein System schaffen kann. Das würde ich hier gerne kurz nochmal sagen. Wir haben hier ein System, was dann im Jahr 2035 nahezu 90% direkte E-Stromnutzung hat. 7% der Stromerzeugung wird aus Wasserstoffkraftwerken, also Kraftwerken, die Wasserstoff verbrennen, kommen. Und es verbleiben dann lediglich 4% Stromerzeugung, die sozusagen nicht CO2-frei sind. Das sind dann gewisse Mengen an Müllverbrennungsanlagen, die noch laufen werden. Das sind industrielle Kraftwerke, die Gichtgas verbrennen. In Kombination mit der Stahlerzeugung sind das Mengen, die einfach sowieso anfallen. Und dann haben wir noch eine sehr kleine Menge an Erdgas hier in dem Szenario, 2% der Stromerzeugung, die dann nur noch auf Erdgas entfallen. Und das ist auch deutlich weniger, als wir das in den bisherigen Studien, zum Beispiel Klimaneutrales Deutschland 2045, hatten. Und damit bin ich mit der Kurzvorstellung durch und gebe zurück an Barbara. Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Fragen dazu können Sie gerne noch mal im Chat posten, also im FAQ-Bereich. Die werden wir dann im Anschluss auch in der Podiumsdiskussion mit beantworten. Dankeschön und jetzt an dich, Christoph. Ja, danke schön, Barbara. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier die Ergebnisse vorstellen zu können. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es ist ja so, dass
die Produktion von sehr, sehr viel klimaneutralem Strom tatsächlich eine zwingende Voraussetzung ist, damit wir ein klimaneutrales Stromsystem erreichen. Wir müssen diesen Strom aber auch zu den Verbrauchern bekommen. Es ist genauso wichtig, dass wir diesen Strom transportieren können. Und mit der Frage, wie groß diese Herausforderung eigentlich ist und was in den Netzen passieren muss, damit wir ein klimaneutrales Stromsystem 2035 erreichen, haben wir uns nochmal beschäftigt. Und ich will Sie ganz kurz zu einigen wesentlichen Ergebnissen hier einführen. Nächste Folie bitte. Um es kurz zu machen, das, was wir brauchen, ist ein beispielloser Netzaus- und Netzumbau. Und wir brauchen den sehr schnell. Das, was Sie hier sehen auf der linken, im linken Teil der Folie, sind überlastete Leitungen in unserer Netzberechnung im Stromsystem, selbst wenn der jetzt im NEP für 2035 enthaltene Netzausbau umgesetzt wird. Wir haben uns also überlegt, wir setzen den Netzausbau des NEP für 2035 um und schauen dann, welche Leitungen sind denn noch überlastet in diesem klimaneutralen Stromsystem. Wenn wir also dieses Szenario, was Marco Wünsch gerade eben beschrieben hat, tatsächlich einmal in das Übertragungsnetz einsetzen. Es gibt zwei Varianten, weil dargestellt sind hier die Drehstrom- oder im, sagen wir mal populärwissenschaftlich manchmal Wechselstrom-Übertragungsleitungen genannt. Da kann man natürlich ein bisschen abtauschen mit mehr Gleichstromausbau. Sie wissen, wir bauen gerade sehr viele Gleichstromübertragungsleitungen von Nord nach Süd aus. Und je nachdem, wie stark wir diesen Gleichstromausbau steigern, desto weniger Drehstromausbau brauchen wir. Deswegen haben sich hier zwei Sensitivitäten dargestellt, wo wir unterschiedliche Mengen an Gleichstromausbau angenommen haben. Und dann hat man links etwas mehr Überlastung im Drehstromnetz, rechts mit mehr Gleichstromausbau etwas weniger Überlastung im Drehstromnetz. Aber beides sind in sehr erheblichem Maße noch überlastete Leitungen, die man in irgendeiner Form mit Netzausbaumaßnahmen, Netzverstärkungsmaßnahmen oder Netzoptimierungsmaßnahmen entlasten muss. Und die Botschaft, die ich Ihnen eigentlich heute hauptsächlich überbringen will, ist, das wird eine riesige Aufgabe und wir müssen die sehr, sehr schnell angehen, weil wir wissen, dass der Ausbau von Übertragungsleitungen sehr lange dauert. Wir haben nur noch 13 Jahre bis 2035. Und die HGÜ, die wir gerade versuchen zu bauen, werden am Ende deutlich mehr als 13 Jahre gebraucht haben, vom Zeitpunkt der Planung bis zu ihrer Umsetzung. Das heißt, wir müssen sehr schnell beginnen, das Netz für ein klimaneutrales Stromsystem 2035 auszulegen. Wir müssen sehr schnell die Planungsschritte einleiten und wir müssen auch Netzausbau beschleunigen im Verhältnis zu dem, was wir aus der Vergangenheit kennen. Ansonsten werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen aber darüber hinaus auch diverse Netzoptimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen. Wir haben hier zum Beispiel lastflusssteuernde Betriebsmittel. Das können sowohl konventionelle Phasenschiebertransformatoren sein, gibt mittlerweile aber auch ein paar etwas schickere, innovativere, leistungselektronische Betriebsmittel, die das leisten können. Batterien, die zur Netzstützung eingesetzt werden, Freileitungsmonitoring und so weiter. Wir setzen also jede Menge Maßnahmen ein hier, um diese Aufgabe beherrschen zu können. Gleichzeitig sollten wir auch im Blick behalten, und das ist eine ebenso wichtige Aufgabe, dass wir nicht nur das Netz ausbauen müssen, sondern dass wir auch den Netzbetrieb deutlich verändern werden müssen, um ein System mit nahezu 100% erneuerbaren Energien auch dauerhaft stabil und sicher betreiben zu können. Das ist nichts, was technisch unmöglich ist, aber auch da werden viele, viele Maßnahmen angegangen werden müssen. Und da wir nur begrenzt Zeit zur Verfügung haben, ist auch das tatsächlich auf einem kritischen und dringenden Pfad. Nächste Folie bitte. Ich will Ihnen ganz kurz schildern, was wir gemacht haben methodisch. Sie sehen hier auf der linken Seite wieder zwei Karten. Dort ist die Erzeugung über Deutschland verteilt, regionalisiert und die Nachfrage regionalisiert dargestellt. Das sind Ergebnisse, die wir im Wesentlichen auch noch aus den Untersuchungen direkt von Prognos bekommen haben. Also der größte Teil der Regionalisierung ist direkt im Prognos-Modell hier entstanden und konnte von uns für die Netzberechnung übernommen werden. Einzelne Sachen haben wir dann noch ergänzt. Mit dieser Regionalisierung können wir dann 8.760 Stunden mit einem geografisch verteilten Muster an Erzeugung und Last in unser Netzmodell einsetzen, machen eine Lastfluss- und eine N-1-Ausfallsimulation, also typische Netzberechnungen, und schauen uns an, wo im Fall unerwartete Ausfälle von Betriebsmitteln, die man in der Planung immer berücksichtigen muss, dann tatsächlich Überlastungen auftreten und ermitteln dann Maßnahmen, mit denen man diese Belastungen beherrschen kann. Das, was mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, dass das keine UNB-Netzplanung, wie die UNB sie im NEP durchführen, ersetzt, sondern das ist eine, sagen wir mal, im Grundsatz richtige, pragmatische Herangehensweise, um das Volumen des Netzausbaubedarfs, das notwendig ist, abzuschätzen. Das ist aber keine
Methode, mit der man sagen kann, wir sollten jetzt deswegen die Leitung von A nach B ausbauen und nicht die von C nach D. Das erfordert nochmal deutlich detailliertere Untersuchungen. Das sind eben genau die, die die Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan typischerweise machen. Deswegen weisen wir hier auch Überlastungen aus und in Summe den Netzausbaubedarf, aber nicht einzelne Netzausbauprojekte, weil wir nicht die Illusion erwecken wollten, das könnte man in diesem Detailgrad zu diesem Zeitpunkt schon betrachten. Trotzdem geben unsere Ergebnisse einen ganz guten Überblick, was volumenmäßig im Netz passieren muss. Und das sehen Sie auf der nächsten Seite nochmal dargestellt. Eine Folie weiter, bitte. Das, was Sie dort sehen, sind die Netzmengengerüste, haben wir das genannt, des deutschen Übertragungsnetzes. Und wir geben das in einer Größe an, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Das sind Stromkreiskilometer. Dazu muss man wissen, auf so einer üblichen Trasse von einer Höchstspannungsleitung, wie Sie sie sicherlich alle kennen, können eine unterschiedliche Zahl von Stromkreisen sein. Also im Drehstromnetz besteht ein Stromkreis aus 3 Phasen. Wenn Sie also 6 Stränge auf so einer Übertragungsleitung sehen, dann ist das eine Trasse mit 2 Stromkreisen zum Beispiel. Genau weil wir keine sehr detaillierte Netzplanung machen und nicht sagen können, die Leitung soll genau auf dieser Trasse und auf diesem Gestänge verlaufen, geben wir hier die Größe Stromkreiskilometer als eine integrale Größe an, die das Volumen oder das Netzmengengerüst am Ende ganz gut beschreiben kann, die aber auch klar macht, dass es dabei immer noch Freiheitsgrade gibt, wie zum Beispiel man die Leitungen genau führt. Was Sie jetzt hier sehen, sind jede Menge Säulen. Ganz links sehen Sie ungefähr das Ist-Mengengerüst des deutschen Übertragungsnetzes, also das Netz, das wir heute kennen. Die nächste Säule daneben ist das Startnetz, das wir übernommen haben für unsere Arbeiten hier. Das entspricht dem, was im NEP 2035 von den Übertragungsnetzbetreibern ausgerechnet von der Bundesnetzagentur bestätigt wurde, was dort umgesetzt werden muss. Sie sehen, dass bis dorthin schon ein riesiger Netzausbau notwendig ist. Und es ist nicht nur ein Volumenanstieg notwendig, sondern auch bei Bestandsleitungen müssen wir sehr viel Umbaumaßnahmen vornehmen. Das sehen Sie daran, dass sich innerhalb der bereits bestehenden Säulen auch die Farbcodes ändern, weil wir zum Beispiel bestehende 220 kV-Leitungen auf 380 kV umrüsten müssen oder bestehende 380 kV-Leitungen auf Hochtemperaturleitungsseile umrüsten müssten, damit sie mehr Strom transportieren können. Zusätzlich zu diesem schon sehr ambitionierten Ausbau im NEP 2035 brauchen wir dann noch weiteren Netzausbau und einen weiteren Anstieg des Netzmengengerüsts des deutschen Übertragungsnetzes, um tatsächlich dieses klimaneutrale Stromsystem 2035 darstellen zu können. Und das erfordert tatsächlich noch einmal einen massiven Zubau, einen massiven Aufwand. Wir haben hier 3 unterschiedliche Varianten gerechnet, deswegen sehen Sie im mittleren Teil des Bildes 3 Säulen mit unterschiedlichen Sensitivitätskriterien, ab wann der Netzausbau ausgelöst wird und mit unterschiedlichen Mengen von Gleichstromzubau. Deswegen sehen Sie in der rechten Säule, das ist der violett hinterlegte Teil, mehr Gleichstromausbau, dafür hat man einen etwas weniger Ausbau im Drehstromnetz an dieser Stelle. Und was mir sehr wichtig ist und was wir alle im Kopf haben sollten, ist, dass mit diesem schon ambitionierten Ausbau, den wir brauchen, um das klimaneutrale Stromsystem 2035 darstellen zu können, das Thema Netzausbau für die Energiewende nicht ad acta gelegt ist, sondern wir werden auch nach 2035 Netze ausbauen müssen. Und zwar aus 2 wesentlichen Gründen. Der erste Grund ist, der Stromsektor ist dann zwar in einem solchen System 2035 dekarbonisiert, aber er wird nach 2035 weiter wachsen, weil wir andere Sektoren auch noch werden dekarbonisieren müssen und wir werden die im Wesentlichen dekarbonisieren, indem wir viele Prozesse elektrifizieren. Das heißt, der Stromverbrauch wird weiter wachsen, damit wird der Ausbau an erneuerbaren Energien weiter wachsen müssen und damit werden auch die Netze weiter wachsen müssen, um diese Transportaufgabe zu bewältigen. Der zweite Punkt, genauso wichtig, wenn ganz Europa dekarbonisiert, dann entsteht notwendigerweise nochmal ein sehr viel größerer Bedarf nach grenzüberschreitendem Austausch, weil die EE-Einspeisespitzen auf der einen Seite und Lastspitzen auf der anderen Seite in Europa nicht gleichzeitig auftreten werden und es für alle, für uns wie für alle Nachbarn, deutlich einfacher wird, die Stromsysteme zu dekarbonisieren, wenn wir sehr viel Energie über die Grenzen hinweg austauschen können. Das heißt, wir brauchen dann noch eine ganze Menge grenzüberschreitenden Netzausbau und hinterlagert dann natürlich hinter den Kuppelleitungen, die stehen ja nicht isoliert in der Landschaft rum, sondern auch noch weiteren Netzausbau im eigenen Übertragungsnetz.
Also, klimaneutrales Stromsystem ist eine riesige Aufgabe, aber die Aufgabe endet dort nicht für den Netzausbau, sondern sie geht weiter. Wohin das ungefähr gehen könnte, haben wir ganz rechts mal angedeutet mit einer anderen Untersuchung, die wir für das BMWK durchgeführt haben. Das ist tatsächlich die Untersuchung aus den dortigen Langfristszenarien, wo wir den treibhausgasneutralen Stromsektor 2050 dort untersucht haben. 2045 wird gerade gerechnet. Das ist zumindest eine Vision, wo wir am Ende dann vielleicht landen könnten. Nächste Folie bitte. Das Ganze kostet natürlich sehr viel Mühe, sehr viel Aufwand, es kostet aber auch Geld, das wollen wir nicht verschweigen hier an dieser Stelle. Deswegen haben wir hier mal aufgezeigt, wie sich die annuitätischen, also die durchschnittlichen jährlichen Netzkosten des deutschen Übertragungsnetzes verändern könnten. Und man muss sagen, die steigen deutlich an. Sie steigen auf grob das Dreifache, sagen wir mal, des heutigen Wertes an. Da hängt immer ab von den Kosten und Verzinsungsannahmen und so weiter, die man reinsteckt. Wenn wir mehr Gleichstromausbau machen, ist es etwas weniger, einfach weil Gleichstromleitungen bei uns in Deutschland vollständig verkabelt werden. Die Verkabelung kostet vergleichsweise viel Geld. Deswegen sind das zwar technisch durchaus vorteilhafte Konzepte, weil die Gleichstromübertragungsleitungen gewisse betriebliche Freiheitsgrade liefern, die sehr hilfreich sind für den Betrieb des Systems. Auf der anderen Seite sind sie eben etwas teurer, als vollständig verkabelt auszuführen. Deswegen gibt es da kleinere Unterschiede. Wir haben aber einen massiven Kostenanstieg, wie generell Infrastrukturkosten in einem klimaneutralen Stromsystem einen deutlich größeren Anteil der Gesamtkosten des Systems ausmachen werden als in der Vergangenheit. Man sollte allerdings auch hier im Kopf haben, dass die Übertragungsnetzentgelte heute nur ungefähr 5% am gesamten Haushaltsstrompreis ausmachen. Also insofern ist alleine das nicht eine Verdreifachung des Strompreises. Wir sollten aber auch im Kopf haben, ich habe das eben auch schon in den Fragen gesehen, da wurde auch nach den Verteilnetzen gefragt, das haben wir jetzt hier nicht explizit in der Studie betrachtet. Wir haben es aber zum Beispiel in den Langfristszenarien betrachtet. Parallel zu diesem beispiellosen Übertragungsnetzausbau werden wir auch einen beispiellosen Verteilnetzausbau benötigen. Der ist vielleicht von der Akzeptanz und von der Umsetzbarkeit etwas weniger kritisch aus meiner Sicht als der Übertragungsnetzausbau, wo tatsächlich die Frage, schaffen wir das, einen sehr relevanten Engpass darstellt. Kostenmäßig wird aber auch der eine sehr bedeutende Rolle spielen. Damit bin ich für den Moment am Ende und freue mich, das gleich nochmal mit Ihnen in der Diskussion vertiefen zu können. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von mir und von uns. Ich verstehe dringender Handlungsbedarf. Simon, was brauchen wir denn jetzt, um ein klimaneutrales Stromsystem zu erreichen? Wo muss politisch eventuell nachgeschärft werden? Ja, vielen Dank, Barbara. Vielen Dank auch für die Präsentation der Ergebnisse. Wir haben uns jetzt gefragt, wenn wir schauen, was wird gebraucht für ein solches klimaneutrales Stromsystem bis 2035 und was liegt an Maßnahmen bereits vor, wie verhält sich das eigentlich zueinander? Und wenn wir das genauer angucken, jetzt auf der nächsten Folie, dann stellen wir zunächst Folgendes fest. Und zwar, um dahin zu kommen, zusammenfassend brauchen wir das in dieser Reihenfolge. 4 Punkte sind im Grunde genommen 4 Hauptzutaten. Beim ersten dreht es sich um die Genehmigungsverfahren, um schneller die Infrastruktur und die Erneuerbaren zu bekommen, die wir brauchen. Wir können dieses 80%-Ziel erreichen, aber eben nur dann, wenn der Zubau deutlich stärker priorisiert wird. Gerade Genehmigungsverfahren, Planungsverfahren sind hier sehr wichtig. Und Gleiches gilt für die Strom- und Wasserstoffnetze. Da brauchen wir sogar einen Paradigmenwechsel, dass wir wirklich vorausschauender planen können. Und neben der Planungsbeschleunigung ist auch ein integrierter Systementwicklungsplan sehr wichtig. Also erste Zutat, schnelle und vorausschauende Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn wir zum zweiten Punkt kommen, da dreht es sich um die Investitionen. Wir brauchen die Investitionen in die erneuerbaren Energien, aber eben auch in regelbare Kraftwerke, in zunehmend mit grünem Wasserstoff betriebene Gaskraftwerke. Und damit schaffen wir es eben zum einen, rechtzeitig aus der Kohle rauszukommen bis 2030. Aber die Dynamik, die wir brauchen für dieses Ziel, wie es auch schon beschrieben wurde, trägt uns dann auch bis 2035 in ein klimaneutrales Stromsystem. Aber die Investitionsbedingungen müssen stimmen. Sie müssen zuverlässig sein und innovationsfördernd als zweite Zutat. Beim dritten Bereich dreht sich alles um die Elektrifizierung und die Flexibilität. Wir haben hier einerseits die Möglichkeit, andere Sektoren CO2-frei zu stellen, indem wir sie eben mit diesem zusätzlichen grünen Strom versorgen. Gleichzeitig ist es so, dass in diesen neuen Verbrauchern auch das Flexibilitätspotenzial drin ist, was wir brauchen, um so ein System auch gut betreiben zu können. Aber damit das gelingt, brauchen wir eine Reform der Netzentgelte und tatsächlich auch einen viel schnelleren, fast einen Paradigmenwechsel
beim Smart Meter Rollout. Also die Elektrifizierung muss digital und intelligent werden. Beim vierten Bereich, diese Zutat, das sind die Netze selber. Zum einen geht es darum, dass wir den sicheren Stromnetzbetrieb in den Zeiten, wo wir wirklich 100% erneuerbare Energien im System haben, dass wir den zuverlässig hinbekommen, dass wir keine konventionellen Kraftwerke mehr brauchen, um alle relevanten Systemdienstleistungen auch in diesen Momenten sicherzustellen. Gleichzeitig ist es so, wir sehen in der Analyse, dass das Netz weiterhin knapp sein wird. Und aus einer Reihe von Gründen denken wir, dass wir deswegen auch zusätzliche geografische Signale im Stromsystem brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das abzubilden. Also die vierte Zutat sind die Netze, die müssen sicher und stark sein. Wenn wir jetzt auf der nächsten Folie gucken, was hat sich denn die Bundesregierung eigentlich vorgenommen? Dann sehen wir hier zum einen wesentliche Punkte aus dem Koalitionsvertrag vom Ende vergangenen Jahres und dann die Eröffnungsbilanz vom Januar 2022. Und wenn wir nochmal reinzoomen, sehen wir, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sich eben um den Stromsektor drehen und die notwendig sind, um dieses 80%-Ziel zu erreichen. Wenn wir zur nächsten Folie kommen, hier sehen wir nochmal, welcher Anteil tatsächlich hier auf das Konto des Stromsektors geht. Und dann haben wir einen Vergleich gemacht. Wo stehen die aktuellen Pakete? Was ist drin? Wie ist die Ausgestaltung? Und dann stellen wir Folgendes fest. Der Stromsektor ist in der Tat weitergekommen. Eine Reihe von Maßnahmen sind fortgeschritten oder sehr nahe der Umsetzung. Allerdings ist das bei ganz vielen Bereichen nicht der Fall. Also in der Zusammenschau, es reicht noch nicht. Und wenn wir mal kurz den Blick außerhalb des Stromsektors richten, dann sieht es da noch deutlich problematischer aus. Also in den anderen Sektoren brauchen wir deutlich mehr Tempo. Um nochmal die Maßnahmenvorschläge zusammenzufassen, auf der nächsten Folie, das sind jetzt zwei Punkte, jeweils zu diesen Themen, die ich bereits angesprochen habe. Im Bereich Genehmigungsverfahren haben wir eben die Ausarbeitung eines integrierten Systementwicklungsplans bis Mitte 2024 innerhalb von 2 Jahren, der eben die für die Klimaneutralität insgesamt erforderliche Netzinfrastruktur enthält, dass wir da eine klare Richtung haben. Selbstverständlich ist es nicht so, dass wir dann einmal diesen Plan haben und danach gucken wir das nie wieder an, aber eben vom Ziel her zu denken und eben auch vorsorgenden Netzausbau zu ermöglichen, ist hier zentral. Das andere ist die konsequente Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir haben hier einen wesentlichen Schritt nach vorne im Bereich der Netzplanung, jetzt über die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes. Aber wenn wir uns angucken, Genehmigungsverfahren für Wind, da ist der Arten- und Naturschutz mit abgedeckt worden. Aus unserer Sicht sollte da aber auch noch eine zusätzliche Beschleunigung erfolgen, dass man eben wegkommt von dieser Einzelfallprüfung pro Windenergieprojekt, sondern eher sich das anschaut für Windenergiegebiete. Also hier muss noch mehr Tempo rein. Zum zweiten Bereich, den Investitionsbedingungen. Zum einen gilt es hier, die Grundlage zu erhalten bzw. zu schaffen, dass wir die Erneuerbaren sehr schnell ausbauen können, das Weiterentwickeln des Marktprämienmodells, weiterhin Anreize zu erhalten, auch für die Systemintegration, aber eben auch, wo erneuerbare Energien zunehmend wirklich jetzt auch Erlöse erwirtschaften am Strommarkt, die wirklich auskömmlich sind, dass wir hier dafür Sorge tragen, dass wenn jemand eine solche staatliche Absicherung in Anspruch nimmt, dass dann, wenn die Strompreise sehr hoch sind, auch Zahlungen zurück an die Stromkunden fließen. Gleichzeitig auch das Segment zu stärken, was wirklich privatwirtschaftlich läuft, langfristige Lieferverträge, PPAs, dass das funktioniert. Und der dritte Punkt, auch ausgesprochen wichtig, dass wir eine Vereinfachung der Regeln für den Eigenverbrauch haben und auch für lokale Versorgungskonzepte, die Strom und andere Sektoren miteinander koppeln. In Bezug auf die notwendige Versorgungssicherheit, die regelbaren Kraftwerke, die wir dann perspektivisch mit 100% grünem Wasserstoff betreiben müssen, hier geht es darum, dass wir den Investitionsrahmen soweit klären, dass halt eben dieser Zufuhr wirklich stattfinden kann und vor allen Dingen, dass wir wirklich ein System haben, was auch den Kraftwerkseinsatz von Wasserstoffkraftwerken regelt. Da ist noch eine große Baustelle, die insbesondere in diesem Herbst systematisch angegangen werden muss.
Auf der nächsten Folie haben wir dann die abschließenden 2x2 Punkte. Das eine bezieht sich auf die Netze. Hier haben wir eben festgestellt, wenn es keine geografischen Signale im System gibt, dann können wir in problematische Situationen reinlaufen. Das Flexibilitäten denken, Strom ist gerade günstig und verfügbar. Tatsächlich sitzen die aber hinter einem Netzengpass und es wäre ein teurer Redispatch erforderlich, um diesen Stromverbrauch zu bedienen. Das macht sicher keinen Sinn. Deswegen müssen wir uns das perspektivisch deutlich genauer angucken, wie wir eben zu diesen geografischen Signalen kommen. Wenn es um den Netzbetrieb selbst geht, ich war bereits darauf eingegangen, es gibt eine Reihe von sehr technischen Punkten, die aber essentiell sind, damit wir das System weiterhin zuverlässig betreiben können. Und hier brauchen wir ein entsprechendes Maßnahmenpaket und auch einen Monitoring-Prozess, um sicherzustellen, dass das rechtzeitig umgesetzt wird. Die letzten zwei Punkte beziehen sich auf die Flexibilität und die Elektrifizierung der Verbraucher. Hier ist zum einen eine längst überfällige Reform der Netzentgelte, sodass eben Verbrauch in den Zeiten, wo eine hohe erneuerbare Stromerzeugung lokal verfügbar ist, dass das dann auch günstig ist und die Netzentgelte kein Flexibilitätshemmnis darstellen. Das gilt auch gerade im Moment für die Regelungen, die wir haben für große Industriekunden. Viele von Ihnen werden das kennen, dass ich ein besonders günstiges Netzentgelt habe, wenn ich sehr lange über das Jahr immer den gleichen Verbrauch habe. Aber genau das ist nicht mehr der Fall, wenn ich flexibel verbrauche. Da kann ich schon auch mal eine Bedarfsspitze haben und die wird im Moment über die Netzentgelte finanziell praktisch unmöglich gemacht und das muss sich ändern. Der letzte Punkt hier dreht sich eben um die Frage, wie wir Verteilnetze intelligenter machen können, wie wir zu einer digitalen Steuerung kommen können. Und hier brauchen wir in der Netzregulierung stärkere Anreize, damit der Verteilnetzbetrieb digitalisiert wird, das heißt, dass ich Steuer- und Messeinrichtungen habe im Netz selbst, aber eben auch, dass die Endkundin die Strompreissignale und auch die Steuerungssignale direkt mitbekommen können. Und hierfür brauchen wir eben einen deutlich verbesserten und beschleunigten Smart Meter Rollout. Das waren nochmal die Maßnahmen im Detail. Ich möchte aber mit folgendem Punkt schließen. Was Sie hier sehen, sind 50 Maßnahmenvorschläge, die wir vor ziemlich genau einem Jahr in Zusammenarbeit mit der Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität vorgelegt haben. Hier dreht es sich um das Arbeitsprogramm für die gesamte Legislatur und für alle Bereiche, die wir brauchen, um insgesamt die Klimaziele zu erreichen. Was wir hier sehen, sind in diesen grünen Boxen eingetragen, wo wir bereits Aktivitäten haben, die zielkonform sind. Und das sind vor allen Dingen die Ziele selber, die angehoben wurden, die Ausbaupfade. In einer Reihe von Bereichen in der Energiewirtschaft, im Stromsektor, sind wichtige Projekte angeschoben. Aber ich habe eben noch mal aufgezeigt, wo wir auch eine entsprechende Nachschärfung brauchen. Was aber vor allen Dingen zum Ausdruck kommt, ist, dass viele Projekte immer noch angegangen werden müssen. Und darüber noch mal die Botschaft, es geht eben darum, strukturelle Maßnahmen für die Klimatransformation zu ergreifen. Die brauchen wir ab diesem Herbst auch trotz und gerade wegen der aktuellen Gasversorgungskrise. Und da geht es nicht nur um den Stromsektor, sondern gerade bei Verkehr, Industrie und Gebäuden müssen wir auch wichtige Fortschritte erzielen. So viel von meiner Seite. Und dann bedanke ich mich herzlich und gebe zurück an Barbara. Ja, vielen Dank auch von mir für die spannenden Ausführungen und natürlich auch Vorschläge. Liebe Nadine, wie schätzt du denn die Lage ein? Wo steht die deutsche Energiepolitik auf dem Weg zum 2030- und 2035er Ziel? Also was müssen wir jetzt tun, deiner Meinung nach? Das ist eine schwierige Frage. Danke, Barbara, und danke für die Möglichkeit, hier zu kommentieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das Osterpaket hat zumindest bei den Erneuerbaren einen großen Sprung gemacht. Lieber Thorsten, schenkst du mir doch meine Präsentation? Ich habe ja was vorbereitet. Aber die große Herausforderung, die sind ja dann doch noch da. Und ich trenne euch, Sie jetzt alle von der Diskussion mit meiner Kommentierung. Ich versuche da mal schnell ein paar Aspekte zu setzen und einfach noch ein paar Denkanstöße zu geben. Die nächste Folie bitte. In der Studie kommt raus, erneuerbarer Strom ist das Fundament für ein klimaneutrales Deutschland. Es sind hohe Ausbauzahlen zu sehen, zu lesen. Reichen die für den wirklich steigenden Bruttostrombedarf? Ist das schon das Ende der Fahnenstange? Das ist eine Überlegung, die ich hier gerne nochmal mit in den Raum geben möchte. Wenn wir Strom weiterhin ausbauen, die Erneuerbaren brauchen, das müssen wir alles ziemlich naturverträglich gestalten, würde ich sagen, als Vertreterin eines Umweltverbands.
Bei Freiflächen-PV und Agro-PV brauchen wir einen guten Rahmen, wie wir das machen können, neben natürlich all den Dächern, die ebenfalls zu bestücken sind. Die Diskussion um Wind auf See, ich glaube 70 Gigawatt, sind aus Sicht des Klimaschutzes sehr, sehr nötig. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern es geht um das Wie. Und diesen Diskussionen müssen wir uns stellen und da gemeinschaftlich dran arbeiten. Ein anderer Punkt, der Pfad der Erneuerbaren. Im Moment ist es so 80% bis 2030, da kommen irgendwie alle mit klar. Und 100% bis 2035, das ist das letzte Fünftel, was wir dann in 5 Jahren erreichen wollen. Ich habe da meine Bedenken, ob wir das schaffen, ob wir das wirklich dann auch noch hinkriegen. Und es gab auch schon im Chat einige Nachfragen, wie wollen wir das angehen, wo sind die Flächen dafür etc. pp. Was mir aufgefallen ist oder was ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar kommentieren und mit reinbringen möchte, ist, die Erneuerbaren ist für mich der eine Teil, die anderen beiden sind einfach mal Effizienz und Energiesparen. Und ich glaube, Energiesparen, die Duschkopfkampagne, die jetzt von BMWK, vom Büro Habeck, vom Minister Habeck gekommen ist, ist noch nicht die letzte, die wir brauchen. Und bei den Erneuerbaren in der Diskussion ist mir es gerade noch auch aufgefallen oder nochmal als wichtigen Punkt, den ich nicht vergessen möchte, ist, wo produzieren wir denn all diese Erneuerbaren? Also nicht, wo stellen wir die PV-Anlage oder das Windenergierad her hin, sondern wo wird denn die Windenergieanlage produziert? Wo wird das Siliziummodul produziert, das wir brauchen? Was ist mit den Lieferketten? Brauchen wir nicht auch eine Industriepolitik Richtung erneuerbare Energien? Das fehlt mir im Moment noch gänzlich. Nächste Folie bitte. Die Herausforderung, die ihr auch beschrieben habt in eurer Studie, ist, der Erzeugungsausbau allein reicht nicht aus. Netze und flexible Verbraucher sind ebenso wichtig. Da denke ich gerade an die letzten Gesetzesvorhaben, das Windenergie-an-Land-Gesetz. Da ist für mich zum Beispiel eine sehr hohe Motivation drin zum Flächenpoker. Ich habe das Gefühl, da kommt es zu einem Widerspruch für eine faire und wirklich räumlich annähernd ausgeglichene Verteilung der Windenergieanlagen. Und auch daraus ergibt sich ja ein immenser Netzausbau. Und da denke ich auch an die Verteilnetze. Lieber Christoph Maurer, da würde ich ja fast noch widersprechen. Ich glaube, die Diskussionen auf der Verteilnetzebene sind genau die gleichen wie auf der Übertragungsnetzebene. Nur wir erleben sie nicht so krass, weil sie einfach nicht in einem Bundesbedarfsplangesetz oder in einem Netzentwicklungsplan irgendwie in der Berliner Bubble ankommen. Und ich glaube auch, dass dieses Windenergie-an-Land-Gesetz und die Flächenausweisung, 2% der Landesfläche und das eine Bundesland sagt, 1,5 reichen uns und kauft sich in einem anderen Bundesland die fehlenden 0,5% ein. Das ist einfach auch ein Ausbaubedarf, der sich steigert für die Netze und auch damit verbundene Kosten für die Verbraucherin, sowohl Haushalt als auch Industrie. Ich denke da einfach ganz klar an Nordostdeutschland, wo wir gerade jetzt schon eine enorme Erzeugung haben und die Last ist einfach nicht da. Und somit wird aber auch die Wertschöpfungskette oder auch der vorrangig kommunal oder lokal, nee, ich nenne es regionale Nutzen der Erneuerbaren, der wird auch in Frage gestellt, wenn trotzdem die Netzentgelte entsprechend hoch sind. Anderes Netzthema, Energiewirtschaftsgesetz wurde novelliert, Paragraph 12a, Stromnetzplanung, wunderbar ausdekliniert, Blick nach 2045 für das Stromnetz, alles super, kann man gut Schulterklopfen und sagen, wow, auch im Paragraph 1 ist die Treibhausgasneutralität im Energiewirtschaftsgesetz jetzt verankert? Hätte ich nicht gedacht. Aber was passiert in Paragraph 15? Der beschreibt die Gasnetzplanung. Da muss man Treibhausgasneutralität nicht mal berücksichtigen. Da steht kein einziges Wort zu. Und ich finde, da sind noch große Schritte zu machen, auch wenn wir jetzt hier uns letztlich den Stromsektor anschauen. Aber wir wissen alle, Strom, Gas, Wasserstoff, das ist integriert zu planen. Die nächste Folie bitte. Maßnahmen im Herbst entscheiden darüber, ob wir die Ambition der Eröffnungsbilanz eingehalten wird. Ich habe hier einfach nur mal so ein paar Bildchen mitgebracht. Ich glaube, was wir alle uns auch drüber immer wieder vor Augen führen müssen, wir haben eine Welt, wir haben einen Globus, wir haben eine Mutter Erde und den IPCC-Report, den man sich den neuesten wieder anschauen konnte, da steht halt leider nicht im politischen Summary, im Policy Summary steht halt nichts drin von unbequemen Fragen wie Suffizienz und Degrowth. Das sind Dinge, ich glaube, die müssen wir auch mitdenken und angehen, um eine Klimaneutralität
herstellen zu können. Das ist etwas, was über Energiesparen und Effizienz und erneuerbare Ausbauen hinausgeht. Es tut immer weh, das zu benennen, aber ich glaube, Butter bei die Fische ist nötig. Wir haben das Klimaschutz-Sofortprogramm. Es steht zwar drin, Maßnahmen, die im Herbst kommen. Das Klimaschutz-Sofortprogramm soll jetzt im Juli kommen. Ist es stark? Ist es zielgerichtet? Ist es offensiv? Bringt es uns was? Große Fragezeichen meinerseits. Ich habe auch noch mal das Bildchen vom DENA Netzstudie 3 mitgebracht. Christoph Maurer wie auch Simon Müller haben gesagt, wir müssen integrierte Netzplanung voranbringen. Wir müssen die Systementwicklungsplanung oder Systementwicklungsstrategie voranbringen. Ich hoffe, das ist wirklich etwas, was angegangen wird und nicht weiterhin eine schöne Studie mit einem wunderbaren Beiratsarbeit und 3 Jahren Arbeit drin steckt, dass das wirklich vorangeht. Ich glaube, was noch um die Ecke kommen wird, ist das ganze Thema Planungsbeschleunigung. Planungsbeschleunigung, alles gut und schön. Und ich glaube, da sind auch viele Schritte jetzt auch schon gegangen oder werden gerade gegangen, dass man beispielsweise den Freileitungsbetrieb, dass man das besser ausstattet, dass in unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren läuft, dass im NABEC, im Bundesbedarfsplangesetz, auch in der ENBG-Novelle, da ist vieles drin. Aber ich glaube, es hinkt noch an vielen Ecken und Enden einfach im Vollzug der Gesetze, die jetzt schon da sind. Wie kriegen wir das denn besser hin? Und da kommen auch wieder die großen Fragezeichen. Wer soll es denn machen? Welche Personen sind das? Wie kriegen wir unsere Behörden, Gutachterbüros, Planungsbüros etc. wirklich ordentlich ausgestattet mit Personal, die das umsetzen können? Große Fragezeichen, da warte ich auf Antworten der Politik, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiterer Punkt, Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan Strom. Der müsste in den nächsten Wochen verabschiedet werden bzw. bestätigt werden von der Bundesnetzagentur. Und dann heißt es ja, einen Netzentwicklungsplan zu stricken, beziehungsweise die Übertragungsnetzbetreiber müssen ja dann einen Entwurf vorlegen bis 2045 und der müsste ja eigentlich genau das abbilden, was 100% EE sein soll. Ich bin gespannt, als Netze-Fan und Infrastrukturplanungs-Fan bin ich da sehr gespannt drauf, was daraus wird. Und ja, auch Wasserstoff, nationale Wasserstoffstrategie, da braucht es auch den nächsten Schritt. Ich hoffe, da kommt was im Herbst. Letzte Folie, bevor die Diskussion starten kann. Gebäude, Industrie, Verkehr kommen bisher nicht voran. Bin ich komplett bei Ihnen, bei euch. Ich erinnere noch mal dran, Klimaschutz ist Grundrechtsschutz. Das ist etwas, was letztes Jahr vom Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss festgehalten wurde. Wie geht es da weiter? Was sind da die nächsten Schritte? Ich brauche es fast gar nicht noch mal wiederholen. Es gibt ein fehlendes Tempo bei der Gebäudesanierung. Wir brauchen eine fossilfreie Ausrichtung der Förderung im Gebäudebestand. Der eine nennt es Wärmepumpenplan, der nächste sagt Wärmepumpenbooster. Was ist mit der klimaneutralen Fernwärme? Klammer auf, wir haben einen kleinen Podcast Stadt sucht Wärme zu Fernwärme jetzt gemacht. Ich hau auch in die gleiche Kerbe beim Verkehr. Für Klimaschutz ist es einfach eine verheerende und einseitig aufs Auto ausgerichtete Verkehrspolitik. Ich frage auch ganz klar, brauchen wir 40 Millionen Individualautos, die wir jetzt auf den Straßen haben, so Pi mal Daumen 40 Millionen, das sind alles Verbrennerautos. Brauchen wir die irgendwann auch als Elektromobile? Rechnen wir mit 40 Millionen? Müssen wir nicht eine andere Mobilitätswende genauso mitdenken? Und natürlich der Klassiker vielleicht auch für die DOH, ein Tempolimit würde sehr schnell Einsparungen bei fossilen Energien und eine sofortige Reduktion der Klimagasemissionen schaffen. Die To-Do-Liste ist noch sehr lang. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Nadine, für deine wichtigen Denkanstöße und die lassen auf eine spannende Diskussion hoffen und auch erwarten. Deine Ausführungen haben noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, den erneuerbaren Energienausbau und den gesamten Energieinfrastrukturausbau jetzt voranzutreiben, aber natürlich auch die Menschen und Natur mitzunehmen und mitzudenken. Und was ich gehört habe, 2035 scheint noch nicht das Ende zu sein. Damit übergebe ich an Dr. Julia Metz, Leiterin Industriepolitik bei Agora Industrie, die die Diskussion moderieren wird. Herzlich willkommen, herzlichen Dank und das Mikrofon gehört dir. Und ich möchte auch alle anderen Podiumsteilnehmer auf die Bühne bitten. Ja, herzlichen Dank, Barbara. Genau, mein Name ist Julia Metz. Ich bin Leiterin Industriepolitik bei der Agora und ich freue mich, dass ich jetzt die Podiumsdiskussion moderieren darf. Vielleicht als Einstieg, also ich fand die Studie sehr gewinnbringend, also mit Blick darauf, was ein Fokus auf einen Sektor dann doch für Erkenntnisse erzielen kann
was die konkreten Umsetzungsschritte betrifft, nicht nur im Stromsektor selber, sondern auch in den anderen Sektoren. Ich komme ja vom Industriebereich so und mit Blick darauf fand ich das sehr spannend. Und ich möchte jetzt starten die Diskussionsrunde mit, also Nadine Bethke ist sozusagen schon ein Stück weit grundsätzlich geworden in ihrer Diskussion. Das möchte ich noch ein Stück weiter grundsätzlich machen, nämlich machen wir einen Schritt zurück. Wieso machen wir das Ganze eigentlich? Ja? Und deine Einschätzung, Nadine, oder sind die erneuerbaren Ausbaupfade mit 80% im Jahr 2030 und klimaneutrales Stromsystem 2035 einzuordnen vom Hintergrund unserer Verpflichtungen im Paris-Abkommen und dem globalen Bestreben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Ich würde es kurz und knapp beantworten, liebe Julia. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es reicht noch nicht. Also wir haben es ganz oft gehabt, wir haben das Jahr 2022 und wir haben eigentlich jetzt nur noch 12,5 Jahre, bis wir 2035 haben. Und nur die Erneuerbaren auszubauen, bringt uns ja noch nicht auf ein 1,5-Grad-Ziel. Da hängt ja noch viel mehr dran. Und das kann ja natürlich auch eine Stromsektorstudie der Agora jetzt auch nicht mit einem Schlag beantworten. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, das, was jetzt aus der Studie rauskommt, ist, da ist noch ein Haufen zu tun und dessen müssen wir uns bewusst machen. Und wir können sehr generell werden, aber ich glaube, ich spare mir letztlich die Worte, weil im Endeffekt, es liegt sehr viel auf der Straße. Es muss nur einfach auch mal umgesetzt werden. Ja, danke schön. Da schließe ich an eine Frage an Marco Wünsch, nämlich du hast ja auch die beiden sektorübergreifenden Szenarien klimaneutrales Deutschland 2050 und 2045 modelliert und oder mitmodelliert, mitgeleitet und jetzt eben die Studie für den Stromsektor. Worin genau gibt es da qualitative Unterschiede, also bis auf das Tempo, ansonsten qualitative Unterschiede bei der Modellierung des Stromsystems, klimaneutrales Stromsystem 2035 im Vergleich zu der Vorgängerstudie. Und eine kurze Anmerkung, du hattest in der Präsentation erwähnt, irgendwie in einer Randbemerkung, ja, Deutschland geht da voran mit diesem Zielszenario. Ist das so? Also interessiert mich wirklich. Also gestern hat ja der Think Tank Ember eine Studie rausgebracht zum klimaneutralen Stromsystem 2035 für Europa modelliert. Und die G7 haben das ja auch als Ziel bekannt gegeben oder beschlossen. Sozusagen, wie schätzt du da die Dynamik ein, dass es wirklich so ist, dass Deutschland da vorangeht? Also diese zwei Fragen. Okay, dann fange ich mit der ersten mal an, sozusagen. Was ist grundsätzlich jetzt anders, wenn wir klimaneutrale Stromerzeugung 2035 anstreben? In der letzten Studie, die wir davor gemacht haben, war das 10 Jahre später. Also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist wirklich die Dynamik. Also die Grundsäulen, Elektrifizierung der Sektoren, erneuerbarer Ausbau, Flexibilisierung, Speicher, Lastmanagement, Austausch mit dem Ausland, das sind alles dieselben Sachen. Wir haben jetzt keine neuen Technologien erfunden, wir haben jetzt keine Kernfusion, wir haben keine orbitalen PV-Anlagen, die das aus dem Weltraum uns runterbiegen. Also wir haben die eigentlich langweiligen Sachen, die technisch verfügbar sind, die relativ kostengünstig sind, die wir auch skalieren können. Die bauen wir schneller aus. Die Rahmenbedingungen, das hätte Herr Müller geschildert, die müssen jetzt dafür gesetzt werden, dass dieser Ausbau eben schneller geht. Qualitativ haben wir an kleinen Stellschrauben was geändert. Wir haben jetzt in der Flexibilisierung diese Elektrofahrzeuge, die bidirektional rückspeisen, da waren wir ein Stück progressiver. Wir haben das Thema Power-to-Heat in der Industrie ein Stück nochmal tiefer beleuchtet und ein Stück genauer angeguckt. Aber ich würde sagen, das sind alles kleine Stellschrauben. Wichtig ist eigentlich das Ergebnis, es geht schneller. Man kann die 10 Jahre noch rausquetschen, wenn man jetzt an allen Stellen alles richtig macht. Die CO2-Emissionen des Stromsektors gehen wesentlich schneller runter als in der alten Studie und auch der Erdgasverbrauch. Wir hatten in der alten Studie, 2035 noch 15-16% Anteil Erdgas an der Stromerzeugung. Das können wir jetzt, wenn wir alles beschleunigen, auf 2%, also quasi auf null
Es ist wirklich, sind kleine Restmengen an Standorten, wo man realistisch nicht so schnell mit dem Wasserstoffnetz hinkommt. Das kann man runterdrücken. Und das macht Deutschland dann eben auch sicherer und unabhängiger von Energieimporten, also zumindest von Erdgasimporten. Man muss sich auch ehrlich machen, der Wasserstoff, wir werden den Teil in Deutschland herstellen, es wird aber ein erheblicher Teil aus dem Ausland auch kommen müssen, ohne den wird es nicht gehen. Das wäre auch eine ganz wichtige Botschaft. Darum muss man sich jetzt auch kümmern, diese Importmengen sicherzustellen. Vielleicht eine kurze Nachfrage noch aus dem Chat, nämlich inwiefern unsere Modellierung des Gasverbrauchs zusammenpasst mit der Ankündigung des BMWK, einen Ausstieg aus dem russischen Gas bis 2024 zu erzielen. Also ich glaube, wenn man die Mittelfristperspektive anguckt, meinetwegen 2025 bis 35 oder 2025 bis 30, haben wir noch gewisse Erdgasmengen in der Verstromung. Ich glaube, an denen wird man nicht vorbeikommen. Und da haben wir, glaube ich, auch überhaupt keinen Widerspruch zu den Zielen der Bundesregierung, weil man ja jetzt eben alles tut, um den Gasverbrauch zu senken, aber gleichzeitig auch auf der Angebotsseite mit anderen Importmengen, mit anderen Kooperationen mit anderen Ländern sozusagen die Mengen auftreibt, damit man in dieser Phase, wo man Erdgas wirklich noch braucht, auch die Mengen sicherzustellen. Also ich glaube, da haben wir keinen Widerspruch zu den Zielen. Dankeschön. Jetzt komme ich zu Christoph Maurer. Nämlich mit Ihrer Analyse haben Sie, würde ich sagen, eine Lücke geschlossen, die wir im klimaneutralen Stromsystem 2045 in der Studie hatten, nämlich die Modellierung des notwendigen Stromnetzes beziehungsweise des notwendigen zusätzlichen Volumens an Stromnetz, Ausbau, Übertragungsnetz. Sie haben in Ihrer Präsentation sehr anschaulich dargestellt, sozusagen, was das an Herausforderungen impliziert, also eben nicht nur das Volumen des Netzausbaus, sondern auch Fragen der Technologie, also Optimierung des Netzes und auch die Bedeutung des grenzüberschreitenden Netzausbaus. Vom Hintergrund dessen, dass wir ja in dieser Studie den erneuerbaren Ausbaupfad der Bundesregierung modelliert haben, wie schätzen Sie ein die Bestrebungen der Bundesregierung oder das, was aktuell im Erarbeitungsprozess ist, in Sachen Netzausbau, ist das ausreichend, um sozusagen um diese die erforderlichen Maßnahmen im Stromnetz als Grundlage für den erneuerbaren Ausbau oder parallel dazu zu erzielen? Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil das, worum es ja natürlich im Moment geht, sind vor allem Verbesserungen im Bereich der Genehmigungsverfahren und so weiter. Und da muss ich sagen, es sind Juristen die besseren Experten, um beurteilen zu können, ob das Erfolg hat und nicht Ökonomen und Ingenieure, die ausrechnen können, was wir brauchen an dieser Stelle. Was ich allerdings für relevant halte und was man sich bewusst machen muss, ist, dass Infrastrukturen einen Optionswert haben. Es schadet nicht, zu viel Netz zu haben. Also wir haben in der Vergangenheit immer tatsächlich bei der Netzplanung so ein bisschen den Ansatz verfolgt, wir bauen das, was absolut notwendig ist und nicht mehr. Und das haben wir auch zur Rechtfertigung von Netzausbau eigentlich letztendlich immer eingesetzt, zu sagen, ja, es geht aber nicht ohne diesen Netzausbau. Ich glaube, wenn wir ein robustes, resilientes Stromsystem, das klimaneutral ist, haben wollen, müssen wir diesen Schritt etwas überwinden und müssen sagen, wir sind bereit, Netze auszubauen, letztendlich so viel es geht und mit so vielen Technologien, wie es geht, das ist jetzt ein bisschen sehr platt formuliert, aber nicht nur Netze ausbauen, sondern diverse Optimierungsmaßnahmen und so weiter, die wir zur Verfügung haben, parallel einsetzen, weil wir uns einfach damit resilienter machen, weil Netze die Option bieten, wenn sich etwas anders entwickelt, als wir es ursprünglich mal geplant haben. Und nichts von dem, was wir heute hier gesehen haben, wird sich vermutlich genau so entwickeln, wie wir es uns heute vorstellen. Und an dieser Stelle werden Netze uns tatsächlich helfen, wenn wir sie haben. Und weil es so lange dauert, Netze zu realisieren, ist es fatal, wenn wir neuen Entwicklungen hinterherfahren müssen mit dem Netzaufbau. Deswegen werbe ich da tatsächlich dafür, den Optionswert mitzudenken und tatsächlich mehrere Szenarien in den Blick zu nehmen und das Netz so aufzustellen, dass wir in allen Szenarien damit am Ende klarkommen. Ja, danke schön. Eine Frage jetzt an dich, Simon Müller.
Du hattest in deiner Präsentation vorhin, und es taucht auch in der Studie auf, diese Idee des Paradigmenwechsels, ja, der erforderlich ist in Kernbereichen des Stromsystems. Wenn man sich jetzt die Maßnahmen anschaut, sind das, also die erforderlichen Maßnahmen, die in der Studie dargelegt werden, sind es zum Teil altbekannte, würde ich sagen, ja, also Smart Meter Rollout, Reform der Netzentgelte, so. Könntest du nochmal vielleicht schärfen, was genau du mit dem Paradigmenwechsel meinst und welche Implikation das dann hat für die konkreten Instrumente sozusagen, die erforderlich sind? Ja, das kann ich gerne machen. Also wenn wir das aufteilen in diese drei großen Bereiche der Erzeugung, der Netze und des Verbrauchs, dann würde ich sagen, dass wir in der Vergangenheit insbesondere im Bereich der Erzeugung bereits Instrumente entwickelt haben, die durchaus dafür geeignet sind, vielleicht noch mit einigen Anpassungen uns ins Ziel zu bringen. Wenn wir uns aber anschauen, wie sieht es im Bereich der Netze und im Bereich des Verbrauchs aus, würde ich sagen, sieht es anders aus. Das eine sind die Punkte, die Christoph Maurer gerade angeführt hat, nämlich, dass wir vom Ziel her planen, dass wir den Optionswert von Infrastruktur mit berücksichtigen, aber eben auch, dass wir die unterschiedlichen Energieträger viel stärker integriert planen. Weil bisher haben wir eine Planung, die das Stromnetz in den Blick nimmt, die das Gasnetz in den Blick nimmt, übrigens auf Grundlage von Szenarioannahmen, die wirklich hochproblematisch sind, eben weil sie die Klimaziele verletzen. Wo wir hin müssen, ist zu einer integrierten Planung, die ein Szenario oder mehrere Szenarien entwickelt im Sinne einer echten Systementwicklungsplanung. Das ist für mich der erste Paradigmenwechsel, um den es geht. Es geht darum, langfristig vom Ziel her zu planen und integriert zu planen. Der zweite Bereich, wo wir eben einen solchen Wechsel brauchen, ist bezüglich des Verbrauchs und der Flexibilisierung. Und hier geht es gar nicht so sehr darum, dass wir neue Bereiche entdeckt haben, neue Handlungsfelder, sondern es geht um die Art und Weise, mit welcher Dringlichkeit und welcher Konsequenz und auch mit welchem Pragmatismus wir uns diesen Feldern widmen. Da stehen vor allen Dingen die Verteilnetze im Vordergrund, die Endkunden und eben auch der Smart Meter Rollout. Wir sind in einer Situation, in der in Deutschland die Debatte immer wieder stecken bleibt. Seit fast 10 Jahren diskutieren wir über eine Reform der Netzentgelte, über die Behebung von Flexibilitätshemmnissen, über einen Smart Meter Rollout. Mustergültig sozusagen als Beispiel für die Probleme ist jetzt die kürzlich gefasste Entscheidung des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, am Ende Mai, dass sie ihre Feststellung zurückziehen, dass der Smart Meter Rollout jetzt losgehen kann und eine 3-Jahres-Frist gilt, wo wir eine 10% Durchdringung in Deutschland erreichen müssen. Ich will gar nicht auf die Details eingehen, aber das zeigt, wie hoch problematisch der jetzige Rahmen ist. Das Messstellenbetriebsgesetz, auf was das alles zurückgeht, ist 2016 verabschiedet worden und die Diskussion ist noch viel älter. Im gleichen Zeitraum haben in Italien nicht 1 Smart Meter Rollout stattgefunden, nicht 2 Smart Meter Rollouts, sondern 3. Das zeigt die Geschwindigkeit und der Pragmatismus, mit dem wir das angehen und auch die Anreizstruktur, die Verteilnetzbetreiber hierfür haben, nicht nur bei den Endkunden, sondern auch den eigenen Betrieb der Netze intelligent zu gestalten, Mess- und Steuerungseinrichtungen einzubauen. Da müssen wir mit einem frischen Blick ran und vor allen Dingen mit einem Blick, der geprägt ist von der Dringlichkeit, die wir haben und auch von der Einsicht, dass genau die Steuerbarkeit und Sichtbarkeit in diesen Bereichen des Systems darüber entscheiden, nicht nur, ob wir die Energiemengen gut nutzen können, sondern auch, ob wir weiterhin eine sichere Energieversorgung gewährleisten können. Dankeschön. Ich nehme hier jetzt Fragen aus dem Chat weiter auf. Eine ganz einfache Frage. Wer stellt den Systementwicklungsplan auf? Vielleicht an Christoph Maurer? Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Wir müssen den Prozess aufsetzen an dieser Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass so ein Systementwicklungsplan am Ende
zumindest in irgendeiner Form eine politische Legitimation braucht. Weil in dem Systementwicklungsplan geht es am Ende darum, bestimmte Abwägungen zu treffen, zum Beispiel für welche Infrastrukturen halten, also welche Infrastrukturen wollen wir ausbauen, welche Pfade schneiden wir vielleicht auch ab und sagen, dafür wollen wir keine Infrastruktur ausbauen. Was weiß ich, E-Fuels für Individualverkehr oder Ähnliches wäre eben zum Beispiel eine Entscheidung, die man in einer solchen Systementwicklungsplanung treffen könnte, dass man diesen Weg eben nicht weiter verfolgen will. Das sind aber Entscheidungen, die Sie am Ende nicht mehr als Experten treffen können und rein administrativ, sondern die brauchen eine politische Legitimation. Also insofern stelle ich mir den Prozess einer Systementwicklungsplanung mehrstufig vor. Man braucht sicherlich sozusagen ein Forum von Experten, von Wissenschaft und so weiter, die sich zunächst einmal damit beschäftigen, die Szenarien an die Wand malen, so wie wir das heute machen. Das wird alleine nicht ausreichen, aber man braucht mehrere Szenarien, mehrere Bilder, die einem eine Folge ein Bild vermitteln, wie sich verschiedene Entscheidungen auch auf die Infrastrukturen auswirken könnten. Und dann braucht man am Ende eine politische Entscheidung, die sagt, das ist der Weg, dafür wollen wir unsere Infrastrukturen planen. Und das sind sozusagen die Szenarien, mit denen wir das machen wollen. Und wie gesagt, also ich stelle mir das am Ende optimalerweise wirklich demokratisch legitimiert, am Ende mit dem Bundestagsbeschluss oder Ähnliches vor. Dann erübrigt sich vielleicht dann auch eine Frage auch an Sie. Sind denn die Übertragungsnetzbetreiber bereit, diesen Paradigmenwechsel hinsichtlich des Netzausbaus mitzutragen? Ja, ich glaube schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es der fehlende Wille der Übertragungsnetzbetreiber für den Netzausbau ist, der am Ende unser Problem ist an dieser Stelle. Es gibt ganz viele Probleme in der Umsetzung des Netzausbaus, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass die Übertragungsnetzbetreiber die Netze nicht ausbauen wollten. Im Gegenteil, wir haben durchaus in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass die Übertragungsnetzbetreiber zunehmend Innovationen einsetzen in den Netzen, innovative Betriebsmittel und so weiter. Das wird alles noch nicht reichen und wir werden schneller werden müssen, aber von diversen Hemmnissen würde ich jetzt fehlenden Willen der Übertragungsnetzbetreiber, sich für die Energiewende zu engagieren, jetzt nicht als das Vordringliche ansehen. So, eine Frage an Marco Wünsch, ich glaube, die ist wichtig, nämlich, warum wird davon ausgegangen, dass Deutschland Nettostrom, da steht Importeur, aber müsste Exporteur heißen, glaube ich, werden wird? Also das ist in dem Sinne keine Annahme, sondern Ergebnis der Studie. Wir haben hier jetzt einen wirklich sehr ambitionierten EE-Ausbau modelliert, in die Studie reingegeben. Und ich würde auch sagen, wir exportieren ja heute auch. Deutschland hat in den letzten Jahren knapp 50 Terawattstunden Strom exportiert. Das ist jetzt nichts Neues. Wir gehen in den Ergebnissen davon aus, dass das ein Stück sinken wird. Über den Kohleausstieg, über den Atomausstieg wird Deutschland nicht mehr diesen Exportüberschuss in den nächsten Jahren leisten. Aber mit dem starken erneuerbaren Ausbau wird das wieder ansteigen. Und wir haben hier jetzt auch, das ist so eine bilanzielle Frage, wir haben einen sehr hohen Offshore-Ausbau in der Nordsee unterstellt. Wir wissen alle, der deutsche Anteil an der Nordsee, diese AWZ, ausschließliche Wirtschaftszone, das ist sehr klein im Vergleich zu dem, was Dänemark hat, im Vergleich zu dem, was Holland hat, im Vergleich, was England hat. Die haben alle einen viel größeren Anteil an der Nordsee im Vergleich zu ihrem Stromverbrauch auch. Und da wird man kooperieren und je nachdem, wo man dann die Windparks reinsetzt, ist es auch eine bilanzielle Frage, ist das jetzt eigener Strom oder ist der 10 Kilometer hinter der Grenze erzeugt und Import? Das heißt, wenn man da das ein bisschen hin und her schiebt, könnte dieser Exportüberschuss deutlich kleiner auch ausfallen. Dankeschön. Eine Frage an Nadine. Du hattest eingangs schon, bist eingegangen auf die verschiedenen Herausforderungen, was das Tempo angeht bei der Umsetzung. Ja, da sind jetzt ein paar Fragen auch im Chat, beispielsweise, wie gehen wir damit um, dass Städter Wind fordern, ohne Belastung für sich und welchen Nutzen haben die Menschen auf dem Land davon? Wie realistisch ist der Ausbau der Erneuerbaren, wahrscheinlich auch des Netzes, der notwendig wird in den kommenden Jahren mit Blick auf, wie sah der Ausbau in den letzten Jahren aus? Und die DUH, ihr seid ja auch stark eben beim Thema Bürgerdialoge und so weiter involviert. Was würdest du sagen, was sind jetzt wichtige Maßnahmen oder Elemente, Herangehensweisen, die da Schwung in den Ausbau, in den erforderlichen Ausbau bringen würden?
Da ist viel Musik drin. Da ist wirklich viel Musik drin. Christoph hat, Maurer hat ja schon einiges gesagt. Wir müssen technisch an die Dinge ran. Wir müssen wirklich jeden kleinsten Schalter jetzt nutzen. Das heißt ja immer, Schalter, technische Schalter sind das Wichtigste in der Energiewende. Das müssen wir beim Netzausbau genauso machen. Wenn wir aber Tempo reinbringen wollen, im Sinne von, ich nenne es mal ein Gänsefüßchen, Akzeptanz, dann haben wir vielleicht noch eine viel größeren Brocken vor uns. Ich möchte nämlich nicht von Akzeptanz sprechen. Ich möchte davon sprechen, dass wir die Menschen draußen informieren müssen. Was ist unser Masterplan der Energiewende? Deswegen ja auch dieser Systementwicklungsplan, die Systementwicklungsstrategie. Die letzte energiepolitische Rahmung der Bundesregierung ist von 2010. Da gab es mal einen Energiepolitikplan. Der ist irgendwie völlig über den Haufen geworfen durch sämtliche Netzausbau, Erneuerbaren. Das ist alles nicht mehr up to date. Und in meinen Diskussionen draußen vor Ort, wenn ich zum Stromnetz versuche zu erläutern, wieso, weshalb es das braucht, warum muss jetzt gerade hier bei euch die Leitung ertüchtigt, neue Leitung gebaut werden, dann ist meistens die Frage, aber wie bringt sich das denn alles in das Gesamtkonzept ein? Was ist denn der Masterplan der Energiewende? Ihr redet hier nur von Strom. Was ist mit Speichern? Was ist mit Wasserstoff? Wie kriegen wir die Netze flexibel? Diese ganze Diskussion hat sich ja in den letzten Jahren immer am Stromnetz aufgehangen. Und das ist egal, ob es das Übertragungsnetz ist oder ob es das Verteilnetz ist. Die Fragen sind die gleichen. Und ich glaube, die große Herausforderung für uns alle 146 Teilnehmer, ist, die Diskussion nach draußen zu tragen. Man muss dem Berliner genauso erklären, dass vielleicht in seinem Grunewald perspektivisch auch ein Windrad stehen könnte. Und es muss dem Brandenburger erzählt werden, wir wollen jetzt nicht euren Wald abholzen für eine PV-Freiflächenanlage, aber dann lasst uns doch zusammen in eurem Dorf, in eurem kleinen Stadt alle Dachflächen dafür nutzen. Man muss mit der Diskussion nach draußen gehen. Und ich glaube, das ist das, was wir den Menschen schuldig sind. Wir können nicht einfach Energiewende am Reißbrett mit einer Studie und noch einer Studie machen und die Transformation unseres ganzen Energiesystems. Da sind so viele Fragen draußen. Diese Gaskrise, Einsparmaßnahmen, habe ich im Winter eine warme Bude? Das wird auch im Moment auch immer wieder ausgehebelt gegenüber 1,5-Grad-Ziel. Wir schmeißen unseren Klimaschutz gerade immer über Bord, um letztlich irgendwie alles andere zu ermöglichen. Und Energie, Versorgungssicherheit ist gerade das große Thema. Aber wir müssen die beiden Dinge zusammenbringen. Und diese Geschichte müssen wir draußen erzählen. Ich glaube, das Nächste, was das BMWK und auch das BMUV machen muss, ist im Endeffekt ein Topf ins Leben zu rufen, wo man faire Prozesse mit finanzieren kann, wo man Dinge draußen erläutern kann. Ich muss doch die Möglichkeit haben, hinzufahren in eine Stadthalle und mich 2 Stunden mal den Diskussionen zu stellen. Ich muss ja nicht wie eine Gießkanne übers Land ziehen. Das habe ich 5 Jahre lang als Bürger Dialogstromnetz gemacht. Ich bin dahin gefahren, wo die Leute Bedürfnisse hatten. Aber ich muss doch nicht immer erst kommen, wenn ich Feuer zu löschen habe, weil die Brände da sind, sondern ich kann doch versuchen, auch meine Klimaschutzmanager, Energieagenturen mit in einen zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen die Geschichte draußen erzählen. Und deswegen ist es immer wichtiger, das Ziel klar zu formulieren. Wo soll es hingehen? Was ist die Reise? Was sind auch für uns noch die Ecken und Kanten, die herausfordernd sind? Aber da geht es lang. Und das fehlt. Und das braucht Erklärung. Und wenn wir das erklären können, dann werden wir auch Tempo reinkriegen in die ganze Geschichte. Ich denke mal an mein ersten informelles Dialogverfahren, Westküstenleitung 2013. Habeck ist mit uns durch die Turnhallen geturnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ding ist jetzt gebaut. Das ist immer noch eine lange Zeit von 2013 bis 2022. Aber es ist eine der schnellsten Leitungen, die in Deutschland realisiert wurde, weil wir frühzeitig informell Dialog betrieben haben. Punkt. Okay. Danke, Nadine. Das war jetzt sozusagen noch ganz hilfreich, sozusagen für die Frage der Herausforderung bei der Umsetzung so und wie das sozusagen auch politisch begleitet werden muss, also on the ground sozusagen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Abbinden, weil wir gleich am Ende des Webinars sind, an Simon Müller. Nämlich, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie die Studie reinpasst in, also die wurde ja gestartet Anfang des Jahres, glaube ich, sozusagen, also vor dem 24. Februar, sozusagen schon mit höheren Energiepreisen, aber sozusagen dazwischen ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Inwiefern ist das
eingeflossen in die Modellierung und sozusagen das nochmal zusammenzubringen, die Situation, in der wir uns jetzt befinden und die Studie, die aufzeigt, was strukturell nötig ist, um die Klimaziele zu erreichen. Das kann ich gerne machen. Also wir haben in zwei wesentlichen Bereichen das berücksichtigt. Das erste ist im Bereich der Annahmen, dass wir jetzt mit gestiegenen Gaspreisen gerechnet haben. Zum einen das, was wir von den Marktpreisen sehen konnten, aber gleichzeitig dann auch die Annahme eben, dass wir uns an globale Flüssigerdgasmärkte koppeln und dadurch, dass die Preise dann ansteigen. Das andere ist, dass wir den Hochlauf von Wasserstoff beschleunigt haben, um die Nutzung von Gas möglichst zu komprimieren und dann natürlich auch in den Verbrauchssektoren Gasverbrauch zu reduzieren. Ich möchte aber den Punkt aufgreifen, den Nadine Bethke gerade noch gemacht hat. Und zwar, wir stehen im Moment an einem sehr kritischen Punkt in dieser aktuellen Notfalllage. Wir haben die große Chance, dass wir jetzt die Leute mitnehmen können, aufzeigen können, dass wir eine strukturelle Lösung bereit haben, die wir schneller umsetzen können, eben um rauszukommen aus solchen wiederkehrenden Krisen, aus solchen Abhängigkeiten, indem wir sagen, jetzt erst recht, wir packen das an, die Leute schauen sich an, wie kriege ich eine PV-Anlage aufs Dach, wie kriege ich eine Wärmepumpe zu Hause installiert, wie kriege ich den Umstieg, also wie kriege ich mein Haus auch effizient ausgestaltet und das Gleiche bei der Industrie, wie schaffen wir diese Transformation schneller? Und das unglaublich Wichtige jetzt in diesem Moment ist, dass wir einerseits die Notfallmaßnahmen, die absolut wichtig sind, durchführen, aber eben auch mit der gleichen Dringlichkeit die strukturellen Maßnahmen auf den Weg bringen, die wir brauchen für Versorgungssicherheit, bezahlbare Energie, aber eben auch für die Klimaneutralität. Und genau in diesem Bereich leistet aus meiner Sicht diese Studie einen wesentlichen Beitrag, weil sie aufzeigt, was notwendig ist, um das richtige Fundament hierfür einzuziehen. So, herzlichen Dank an alle PanelistInnen, hier läuten schon die 12 Uhr Glocken, deswegen ich sage gar nicht, mach gar nicht groß was an Abbindung, sondern gebe direkt weiter an meine Kollegin Barbara Sarek. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Insgesamt hat die Diskussion, glaube ich, gezeigt, dass es neben dem massiven Ausbau von erneuerbaren Energien einen Paradigmenwechsel beim Ausbau der Strom- und Wasserstoffnetze braucht, um die Dekarbonisierung des Stromsektors, aber auch dann der anderen Sektoren schneller zu ermöglichen. Das ist deutlich hervorgekommen. Wir brauchen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und wir brauchen auch eine Infrastrukturplanung bzw. einen beispiellosen Netzaus- und Umbau. Wir von Agora Energiewende haben eine Analyse vorgelegt, die die Schritte und Maßnahmen benennt, mit denen die Umstellung zu einem klimaneutralen Stromsystem 2035 gelingen kann. Jetzt liegt es an der Politik, aber auch an uns, die Weichen dafür zu stellen. Aber wir von Agora Energiewende bleiben dran. Ich möchte an dieser Stelle dann allen Referenten und Diskutanten für diese spannende Veranstaltung danken und für diese Vorstellung. Auch im Zuge dessen den vielen anderen Kollegen, die im Hintergrund mit an dieser Studie gearbeitet haben und diese erst die Fertigstellung erst möglich gemacht haben und heute nicht dabei sein konnten. Und zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich auch bei dir, Nicola und Maxi und auch Katharina Harz bedanken, dass ihr dieses Webinar organisiert habt und ihnen als Teilnehmenden die spannende Fragen für die Diskussion gestellt haben und uns zugehört haben. Und dann greife ich mir noch mal ganz kurz zum Abschluss das Mikrofon für den üblichen Werbeblock. Vielen Dank auch von meiner Seite ans gesamte Podium.